Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3. Ja, wenn man hier eine Weile wartet, dann macht er immer wieder die Animation. Ja, Crashy, hier hast du aber noch nichts verdient. Und jetzt, glaube ich, spielen wir nicht mit. Nee, wir spielen mit seiner Schwester. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß. Aber ich kann mich erinnern, hier habe ich mir. Manchmal habe ich die Zähne ausgebissen. Dran gewöhnt. Jetzt haben wir alle Kisten. Man kann hier, glaube ich, auch schneller reiten. Nein, nicht da hoch. Na. Sah doch ganz gut aus. Ah, die haben wir auch vergessen. Die haben wir auch zwei vergessen. Na, ist egal. Könnt's ja nochmal machen irgendwann zum Schluss sehen. Hier haben wir auch wieder eine vergessen. Ich glaube hier, ja, und hier müsste ich eigentlich normalerweise hochspringen. Ich glaube, da oben waren noch Kisten. Ja, und hier springt sie nicht hoch. Okay. Okay, kriegen wir nochmal die Chance. Ja, ist sehr schwer. Also für mich ist das sehr schwer, hier die alle Kisten zu holen. Jetzt hat es mal geklappt, aber auch nicht alle geschafft. Man kann hier auch schnell reiten. Und jetzt kriege ich es gar nicht hin. Komm schon. Ganz ruhig. Jetzt nicht zeigen, wie schnell geht. Weiß gar, jetzt habe ich den Diamanten vergessen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen hier das erste Mal gegen Ober, wenn es so weitergeht. Nee, gegen Ober gehen wir nicht. Hab noch genug. So, da hoch. Jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Durch. Oh, jetzt haben wir den auch. Nächster Checkpoint. Rüber. So, unten lang. Ja, wäre ich mal lieber oben lang gegangen, da war ich noch im Leben. Ah, hier, wenn man auf X drückt, dann reitet man schnell. Ja. Hier haben wir nicht bekommen. Ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, ist kein 100%. Ist nur ein reines Durchspielen. So. Was haben wir denn hier als nächstes? Ah, ja. Ich glaube, hier rennt uns wieder irgendwas hinterher. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle ins Kolosseum in Rom bringt. Crash, gib sie Tiny oder Crash wird zerquetscht. Das wird unser erster Boss sein. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen leben und zusammen farmen. Ah, da kommt er schon. Ja, da war wieder so eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob er die jetzt zerstört hat und das mitzählt. Wir werden es zum Schluss sehen. Ich lasse die Kisten raus. Entweder zerstört der Saurier die oder. Egal. Das ging gerade mal gut. Ich will aber auch nicht, dass der mich kriegt. Ne?
hier hat man immer schön Pausen drin. Das ist sehr gut. Ja. So, hier kommt er gar nicht mehr hinterher. Okay. Uka, Uka. Das haben sie richtig gut gemacht, dass es nicht durchgehend so ist, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Und hier kommen, glaube ich, andere. Ja, dieser Mistmale hier. Perverse. Ich nenne den immer so, weil er ja so einen Mantel anhat. So. Hier. Na. So ist okay. So. Hier haben wir auch schon eine Bonusrunde. Die war, glaube ich, etwas schwerer, wenn ich mich da recht erinnere. Oder war das schon die? Na, mal schauen. Fängt ja noch leicht an. Wieso bleibst du nicht? Kann der eigentlich schon überhaupt Klatscher? Ja, kann er. Wie war das nochmal? Nee. Hier hochzukommen. Hab ich jetzt etwas Leben weggeschleudert? Ich hoffe nicht. Ja, die ging noch. Die war noch relativ leicht. Und auch was Neues, da oben sieht er jetzt die ganzen Kistenanzahl angezeigt. Ne? Das ist auch neu. Das war ja im vorigen Part noch nicht. Also im vorigen Teil noch nicht gewesen. Stelle, wo uns wieder hinterher rennt. Ja. Hier kann man immer gucken. 58, ja, das könnte vielleicht was werden. Ich weiß es nicht. Oh, das Gras, das verdammte Gras. Ich weiß eben nicht, ob ich... Ja. Ich weiß nicht, ob er die Kiste erwischt hätte, aber ich merke es mir mal, dass die auf der Seite ist. Okay. Wir hätten einfach über das Ding überspringen können. Die hat er auf jeden Fall kaputt gemacht. Nitro ist nicht gesund. Ah, wir haben ihn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Na, das freut mich. Weil im zweiten Teil, da haben wir, glaube ich, 4 Diamanten bloß geschafft. Ja, hier gibt es allerdings noch einen. Aber den kriegt man, glaube ich, erst viel, viel später. So, war das jetzt die 4.? Ja, das war die 4. Ja, und hier sieht er jetzt die Zeit angezeigt. Ne? 1,43 bräuchte man hier. Aber ich glaube, da braucht man auch noch was dafür. Ah. Jetski fahren wir hier mit der Schwester wieder. Glaube ich, alle Kisten zu holen war nicht so einfach.
Besuch ist natürlich. Vor allen Dingen, weil die Bomben dann immer noch hier sind. Aber Spaß macht es 100%. Also der Spaßfaktor, der ist hier in dem Teil richtig geil. Und hier haben wir eine vergessen. Aber es macht nichts, man kann zurückfahren. Da hätte ich zur Seite drehen müssen. Aber ist nicht schlimm. Muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Und später kam die Kiste, die war ziemlich. Da waren drei hier, aber ziemlich schwer. So. Hoffen wir, dass wir jetzt gleich beide erwischen. Haben wir beide erwischt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Fahren wir mal zurück. Ja, haben wir beide erwischt. Okay. Nur das ist schwierig. Oder auch nicht. Stelle glaube ich noch mal. Checkpoint. Ah, die war das glaube ich. Ne, die war es auch nicht. Und hier ist es schlimm, wenn der Vogel sich, ja, wenn der Vogel sich hinsetzt, dann, aber wir hatten ja einen Checkpoint gehabt. Wartet man einfach dann. Genau. Bis der Vogel wieder hochfliegt. Da haben wir auch schon den Stein. Ah, da ist eine Bombe. Haben wir aber beide gekriegt. Jawohl. Wandern nehme ich glaube ich auch ein bisschen die Bogen. Wie die hier. Die hier. Seht ihr das? Die ist schon ein bisschen. Ah, hier muss ich nochmal zurück. Falschen Winkel oder so, aber ich glaube, ich brauche gar nicht so weit zurück. Oh. Nein! Verdammt! Ah, da fahren wir sie jetzt beide. Ist ganz schön eng. So. Da haben wir dann schon 32 von 37. Ah, das ist die Stelle. Ah, fast krieg ich die letzte. Da muss ich nochmal zurück. Erreicht, den man braucht. Jetzt haben wir sie bekommen.
haben wir tatsächlich auch den Stein bekommen. Und das ist ein Bugbild. Ich hoffe nicht, dass das Spiel jetzt abgekackt ist. Nein, ist es nicht. Ja, ich spiele das Ganze ja auch wieder auf dem Emulator, ne, weil es eben besser aussieht. So. Aber hier war das Zeitrennen, glaube ich, auch. Ja, jetzt haben wir unseren ersten Boss schon, aber den sehen wir dann im nächsten Part. Da ist er. Teeny Tiger wieder mal. Den sehen wir aber im nächsten Part. Dann sage ich an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crash Bandicoot 3. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.